Und das Lied, das ich jetzt spielen möchte, habe ich selber wieder rekonstruiert. Ich habe es nicht selber geschrieben, wie keines der Lieder heute Abend von mir sind. Denn es sind ja historische Lieder. Das Lied knallt ab den Walter Rathenau aus dem Jahr 1920. Zwei Personen muss man kennen, um das Lied nachvollziehen zu können. Walter Rathenau ist in dieser Zeit Außenminister der Weimarer Republik gewesen. Und dann geht es noch um Wirth. Wirth war zu diesem Zeitpunkt Reichskanzler. Und das Lied ruft auf zu Morden an demokratischen Politiker. Und viele sind auch ermordet worden, da komme ich nachher noch zu. Gesungen haben es Leute aus der Brigade Erhard. Das waren Soldaten des Ersten Weltkrieges, die zurückkamen nach 4 Jahren Erster Weltkrieg und die sich in einer normalen zivilen Gesellschaft auch nicht mehr gut zurechtfanden. Den Kaiser wollten sie ursprünglich noch zurück und dann irgendwie was ganz Nationales. Und mir ist es häufig schwer gefallen, natürlich solche Lieder zu singen. Und jetzt kommt auch ein bisschen eine Zeit, die ich, wenn ich so die Abende durchdenke, immer als die applauslose Zeit bezeichne. Denn ich bitte darum, nach diesem Lied nicht zu applaudieren, denn dieses Lied ruft zu politischen Morden auf, erstens, und zweitens ist es auch mit Antisemitismus versehen. Und ich habe es rekonstruieren können, weil ich diesen Text habe ich schon vor Jahren in einem Geschichtsbuch gefunden, also ein Teil dieses Textes allerdings nur. Und dann habe ich mich gefragt, wie geht denn das? Und habe dann durch Zufall in einer Quelle der Stadt Freiburg, das ist nämlich die Heimatstadt von Wirth, habe ich entdeckt, dass das Lied auf eine bestimmte Melodie gesungen wird. Und da ich diese Melodie ganz gut kannte, war es einfach, das Lied zu rekonstruieren. Und dass es eben genau diese Melodie ist, auf die das Lied gesungen wird, macht es eigentlich nochmal verachtender. Lasst uns froh und munter sein, schlagt dem Wirt den Schädel ein. Lustig, lustig, tralalala, bald ist Wilhelm wieder da, bald ist Wilhelm wieder da. Wenn einst der Kaiser kommen wird, dann schlagen wir zum Krüppel Doktor Wirt. Knallen die Gewehre, zack, 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 aufs Schwarze und das Rote Pack, aufs Schwarze und das Rote Pack. Haut immer feste auf den Wirt, haut seinen Schädel, dass er klirrt. Lustig, lustig, tralalala, bald ist Wilhelm wieder da, bald ist Wilhelm wieder da. Auch Rathenau, der Walter, erreicht kein hohes Alter, knallt ab den Walter Rathenau, die gottverfluchte Judensau, die gottverfluchte Judensau. Ja, wer singt solche Lieder? Muss man, glaube ich, nochmal genauer draufschauen, was das für ein Gedankengut ist. Deutlich wird, dass nach dem Ersten Weltkrieg in vielfältiger Hinsicht die deutsche Einheit verloren gegangen ist. Einmal, klar, gibt es bestimmte Gebiete, die verloren gehen durch den Versailler Vertrag, aber so etwas wie eine innere Einheit ist ja auch nochmal ganz heftig kaputt gegangen. Denn im Grunde herrscht in Deutschland von 1918 bis mindestens 21, vielleicht sogar 1923, so etwas wie ein Bürgerkrieg. Wenn man sich überlegt, wie schnell das geht, dass ein Politiker, der ein Amt bekleidet, damit deswegen mit seinem Leben bezahlen muss, dann geht es sehr schnell. Ich habe jetzt hier auch noch Rosa Luxemburg mit dabei und Karl Liebknecht, die will ich nicht unbedingt als Demokraten bezeichnen, aber trotzdem sind sie für eine politische Überzeugung gestorben, die zumindest einem übersteigerten Nationalismus dem entgegenstehen wollte. Und auch die anderen, die hier drauf sind, Walter Rathenau, ist ja tatsächlich auch, kommt in dem Lied ja vor, und er ist wirklich ermordet worden und sicherlich hat es auch mit diesem Lied zu tun. Matthias Erzberger war derjenige, der den Versailler Vertrag unterschrieben hat. Was hätte er auch sonst tun sollen? Das war die Friedensordnung, die die Sieger Deutschland auferlegt haben. Eine harte Friedensordnung, das schon, aber sicherlich auch in Teilen nachvollziehbar. Einige wenige sind den Attentaten auch entgangen und haben überlebt, wie jetzt beispielsweise Philipp Scheidemann. Dann ist es durchaus so, dass Wirth richtig erkennt, wo der Feind steht, nämlich eben rechts. Die Erfolge, die in der Weimarer Republik durchaus da waren, die demokratischen Erfolge, wurden zunichte gemacht. Die Dolchstoßlegende ist natürlich auch ein Beispiel dafür,
dass man das Scheitern des Kaiserreiches, diesen übersteigerten Nationalismus, jetzt dann doch den demokratischen Politikern in die Schuhe schiebt. Durchstoßlegende, das war ja die Lüge, die Behauptung, dass Deutschland diesen Krieg militärisch nicht verloren hat, sondern nur wegen der Revolution, nur wegen den Demokraten in Deutschland der Krieg verloren ging. Das ist eindeutig nicht richtig, aber es wurde geglaubt von sehr, sehr vielen. Und dann ist es so, dass die aufkommende ganz ultrarechte Bewegung des Nationalsozialismus diese ganz konservativen Kreise hier geschluckt hat